Ach ja, ich bin schon gespannt, wie das Video dazu wird. Willkommen bei Basteln mit Paco, dem Bastelformat von Low Budget Outdoor. Heute spiele ich mit Pappmaché. Das hat den Hintergrund, ich brauche ein Filmrequisit, weil ich für euch etwas drehen will, was ihr dann wahrscheinlich aber ja schon gesehen habt. Ich werde euch das dann mal hier oben verlinken und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Worum geht's? Ich habe mir für 3 Euro eine Plastikpistole gekauft, eine Spielzeugpistole, die diese kleinen gelben Kugeln verschießt. Und ich brauche dafür ein Holster. Jetzt möchte ich also aus Pappmaché für diese Pistole ein Holster machen, wo dann hier vorne noch Platz für ein Reservemagazin. Ist nur das eine dabei, aber es soll dann halt Platz da vorne für ein Reservemagazin sein. Ich habe die Pistole halt schon mal in Crepe und normales Klebeband eingepackt, aber ich fürchte, dass die Pappmaché zu sehr daran haften wird. Deswegen möchte ich das Ganze nochmal hier in so einen Beutel einpacken, den ich dann natürlich noch ein bisschen der Form anpassen muss. Selbes gilt hierfür. Thank you.
Für euch sind jetzt nur ein paar Augenblicke vergangen, für mich aber ein paar Tage, denn das gute Stück musste trocknen. Ich hatte allerdings auch so einen Spaß daran, dass ich mir auch direkt einen Kopf gemacht habe. Also wirklich einen Kopf. Hier kann man dann aber auch sehen, ich hatte den Kleister zu flüssig angerührt. Und deswegen löst sich das Ganze hier wieder. Das war bei ihr hier auch der Fall. Deswegen hatte ich da noch mal ein bisschen nachgebessert, wofür ich jetzt aber nicht die Kamera aufgebaut habe. Wie gesagt, es ist trocken. Ich werde jetzt die Klammer entfernen und die Bleche. Die hatte ich da eingefügt, damit sich hier eine schöne Kante bildet. Und das hat auch soweit funktioniert. Dann gucken wir jetzt mal, ob ich die Pistole da rauskriege. Jawoll. Sogar mit der Tüte.
wärmer, mehr klemmt. Aber eigentlich, habt ihr ja gerade gesehen, funktioniert es schon ganz gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, mal wieder mit Pappmaché rumzuspielen. Das hat mir einen Mordspaß gemacht. Ansonsten bleibt mir nur, wie immer zu sagen, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das Video seht. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.